Nico O, The One Hand Gamer. Name ist Programm. Willkommen zurück hier bei der spontanen Schlacht von World of Warcraft. Ja, wir haben gerade kurz Akku gezogen. Moment. So. Thema erledigt. Willkommen zurück hier bei Let's Play WoW Warlords of Draenor mit The One Hand Gamer. Das ist meine Wenigkeit. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir prügeln uns jetzt hier das zweite Mal durch. Beziehungsweise schon das dritte Mal sozusagen. Aber machen das jetzt ganz fix. Nehmen nur noch die mit, die doch näher dran sind als gewünscht. Gerade mal ein Schwert hinterhergeschmissen. So ein kleines Säbelchen. Was ist das überhaupt? Wirft die Waffe. Ja, wirft die Waffe. Auch gut. Ja, warum nicht? Wirft die Waffe. Wir müssen jetzt ja, genau, ganz nach oben. Und kümmern uns dann. Ja, also ich muss auch dazu sagen, es ist jetzt hier schon wieder so eine lange Session. Ach Mensch, Kenners, ich bin schon bei der 7. Folge jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Folge hintereinander. Ja, es tut mir leid, aber ich habe halt auch in dem einen Video gesagt, dass ich extrem vorproduziere und dann eben halt nur schriftlich auf eure Kommentare reagiere. Weil bis ich hier im Video drauf reagieren würde, da würden dann echt, keine Ahnung, ich meine, wenn es schlimm kommt, ich übertreibe es mal ein bisschen, reagiere ich auf eine Folge, wo ich Level 40 bin, erst wenn ich Level 48 bin oder sowas. Das ist übertrieben gesagt, ne? Macht zwar auch keinen Sinn, irgendwie so, aber ich reagiere immer schriftlich drauf, von daher ja, ist es dann in meinen Augen auch okay. Ja, ich muss halt so ein bisschen vorproduzieren, das ist das Problem, weil ich habe eher wenig Zeit. Was heißt, ich muss vorproduzieren? Ich mache es ja aus Bock, ja. Ich habe eher wenig Zeit, deswegen aber um euch eben halt dann auch hier möglichst gutes Entertainment zu bieten, ich sag's mal so, produziere ich halt vor. So, wieso? Kein Pfad verfügbar. Willst du mich verarschen? Ich konnte den eben nicht anstimmen, weil kein Pfad verfügbar war. Was war das? Was soll der denn? Ich sehe hier einen Fußweg, hallo? Ich sehe hier einen gepflasterten Weg. Wo liegt denn das Problem? Verstehe ich jetzt nicht. Naja, aber mal so nebenbei erwähnt, ich verstehe sowieso einiges nicht. Das ist kein Kunststück. Oder ist es doch ein Kunststück? Ich weiß es nicht. Siehst du, da geht es nämlich schon los. Ich habe keine Ahnung. So, schon ist er weg. Ja, jetzt wird es hier richtig. Ja, wann man ihn nehmen wir auch nochmal mit. Ja, habe ich mir nämlich gedacht. Die hat mich schon gesehen, bevor ich sie überhaupt angegriffen habe. Ich dachte, ich kann hier so vielleicht ganz geheimlich vorbeischleichen. Aber das war nix. Nein, ich musste jetzt. Egal. So. Dritte Ebene. So, jetzt muss ich mal gucken. Kann ich hier durchlaufen? Oder muss ich... Ich weiß es nicht. Aber ich versuch's mal hier jetzt so. Okay, die beiden laufen wieder zurück. Das finde ich gut. Ich kann mich nämlich schön um den hier kümmern. Hat sich die Sache auch schon erledigt. Perfekt. So, jetzt den hier. Einmal die 8, dann die 6, dann die 5. Die 4 und die 7. Schon ist er tot. So, den nehme ich gleich mal mit hier. Die 4, die 6, die 8, die 7, die 6, die 5 und die 7. So, da habe ich jetzt auch was Schönes gekriegt. Wieso werden eigentlich die Bilder wieder nicht wieder? Warum werden die Bilder jetzt nicht angezeigt? Hallo? Leichte Serverprobleme, was ist los hier?
Schild, Rüstung, Stärke, Ausweichen. Ah, ich nehme mal das Schild mit. So. Ha. Die werden jetzt nicht angezeigt. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ach, der Zweihänder. Verdammt. Warte mal. Schild. Ah, jetzt okay. Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich jetzt meine Fähigkeit nicht benutzen? Ich hatte gerade einen Zweihänder auf. Wahahaha. So, wir sind fast da. Vierte Ebene. Jetzt müssen wir. Ach so, ja, den müssen wir jetzt auch mitnehmen. Seelenfresser. Ich glaube, das sind wahrscheinlich Fernkämpfer. Oh, Bluttrinker, Seelenfresser. So, warte mal. Den jetzt anstürmen. So, ich habe hier gerade, glaube ich, leichte Serverprobleme. Ich weiß es nicht. Obwohl die Verbindung auf grün steht. Mag vielleicht daran liegen, weil ich schon wieder zu viele Folgen nacheinander aufgenommen habe. Dass es jetzt ein bisschen stockt. Ich weiß es aber nicht. So, jetzt kümmern wir uns hier um den Ongolongo, den wir angreifen sollen, bis er seine Ketten sprengt. Und dann hier wütet, wütet, wütet bis zum Umfallen. Pass auf. So, das war's nämlich schon. Jetzt läuft er los. Guckt euch das an. Der macht uns jetzt hier ein bisschen den Weg frei, bis er natürlich verschwindet. Schade eigentlich. Schade, schade, schade. Aber was soll's. So, Balkbezieher brauche ich nicht. Schattenjäger brauche ich auch nicht. So, fünfte Ebene kommt jetzt. Es sei denn, ich habe mich verzählt. Ah, hier Bluttrinker. Sehr schön, hier sind sie wieder. So, warte mal. Bluttrinker, Giftprobe, Scharatsbrot. Dafür muss ich, glaube ich... Genau da, in die Richtung. Wisst ihr was? Ich mach's mal hier. Ich mach hier mal den Bereich frei. Hier sind nämlich einige... So, ich muss mal eben kurz gucken. Aha, Nahkämpfer. Sehr schön. So. So, jetzt kommt hier, Achtung, Probe auf Exempel. Mal sehen, ob ich das alles hinkriege hier. Geil, wa? Hehe. Das ist zu weit entfernt. Ist es nicht. Ist es nicht zu weit entfernt. Oh, das hat Spaß gemacht. So, Bluttrinker habe ich. Seelenfresser brauche ich noch zwei Stück. Das eine, den kann ich auch gleich mal mitnehmen. Ich muss näher ran. Ja. So. Okay, und ich glaube, das wäre dann auch erstmal die letzte Folge für heute. 10:33, 10:24. Ja, schon fast 10 Minuten rum. Ah, da ist noch ein Seelenfresser. Warte. Nicht im Feuer stehen. Tipp des Tages. So. Und los geht's. Jetzt nur noch die Giftproben. Und dann dürfen wir wieder zurücklaufen. Und dann dürfen wir dann nochmal hier hoch. Ich meine ja.
Ich meine ja, also wird es, glaube ich, dann einen dritten Teil geben. Huhaha. So. Ja, stimmt, wir müssen hier irgendwie, ich glaube, die Leichen noch verbrennen oder so. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Das ist Okay. so weit entfernt. So. 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 Und dich da hinten nehmen wir auch nochmal mit. Komm mal her, hier. Ich bin ausgerechnet. Geilomat. Bäm! Oh, gleich alle auf einmal. Coole Sache. Und dafür kriege ich nur zwei Stück. Scheiß die Wand an. Na egal. So, und den nächsten bitte. Mal her hier. Drei von sechs. Fünf von sechs. Das ist so weit Wenn ich Glück habe, jetzt sechs von sechs. Aber auch nur, wenn ich Glück habe. Sechs von sechs. Prima. So, ich laufe jetzt hier noch mal im kurzen ein bisschen weiter. 24, ja. Um Gold Ich abzubauen. bin außer Reichweite. Perfekt. Beziehungsweise um hier Golden Nuggets rauszukriegen. So. Wieder zurück. Ja. Ich müsste da irgendwie mal hoch. Da ist nämlich noch ein Erz. Hier nämlich. Genau da. Ich habe gerade auf der kleinen Karte markiert. Ich glaube, ich muss dann hier links rum. Ja, das sieht gut aus. Ach, hier ist noch eine Brut. Ich muss näher ran. Noch eine kleine Spinne. So. Eisen. Und jetzt können wir wieder rausgehen. Und dürfen wieder ganz nach unten, um wahrscheinlich, ich gehe mal stark davon aus, dass es so ist, wieder hochzulaufen. Warum auch nicht? Ich glaube, auf der Allianzler-Seite ist es das so, dass man einen Zwerg, der ist da ganz in der Nähe, wo wir mal die Quests jetzt abgeben müssen. Da kann man einen Zwerg anquatschen, der dann mittels Greif einen nach oben fliegt. Und da muss man hier nur noch durch so eine kleine Höhle. Das ist nämlich hier. Also hier ungefähr an dem Wasserloch, da stehen die Zwerge. Da spricht man dann einen Zwerg an oder die Allianz, da stehen da eben halt inklusive einem Zwerg, den spricht man an und dann fliegt man mit einem Greifen hier so rum über das Wasser hinweg und dann hier an dieser Stelle landet man und muss dann nur noch hier durch die Höhle durch irgendwie so sich durchkämpfen und dann ist man schon hier an dem Ort. Ja, und die Hortler hier, die müssen natürlich. Ne? Ich weiß Bescheid. Obwohl jetzt hier, guck mal, das geht gerade, jetzt läuft's wieder. Sehr putzig. Gut, vielleicht hänge ich dann doch noch eine Folge ran. Ich meine, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Das macht gerade so viel Spaß. Muhaha. Aber gut, jetzt können wir hier so geradeaus runterspringen. Oh, Vorsicht, Felsen. Oh, einmal sprengen. Noch einmal. Oh, nee, das war jetzt. Oh. 700 Punkte. Und springen. Nochmal 700. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Aber geschafft. Geschafft, geschafft, geschafft. Keine Akku mehr. Wir sind zwar noch im Kampf. Aber wahrscheinlich gleich wieder raus. Ach nee, da kommt noch ein Krieger. Nee, jetzt sind wir raus. Perfekto. So. Hallo, schönen guten Tag. Was nehmen wir denn? 72, 21. Wir nehmen hier den Stab, weil der 72 Silber bringt. Seid vorsichtig, Mann. Wenden wir die Quest und sammelt 8 Spinnengötzen der Blutfratzen auf dem Gipfel. Zieh mir die Hose aus. Giftiges Geheimnis. Ja, abgeben. Guck mal, jetzt müssen wir wegen einer Quest nochmal da hochjumpen. Geil, oder? Ich muss.
Mal sehen, 39, 24, also noch 5 Minuten. Schaffen wir es innerhalb der 5 Minuten? Wir versuchen es einfach mal. Aber vorher muss ich noch ein bisschen Energie tanken hier. Und dann laufe ich hier durch. Wie Fury auf Droge. So. In der Hoffnung, dass wir nicht vom Wolf runtergeschmissen werden und dann nämlich zusehen müssen, dass wir uns hier sowas von verteidigen, dass wir auch nicht abkratzen. Okay, aber jetzt geht's los hier. Komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, das packst du. Wir laufen hier auch ein bisschen außen rum, also möglichst den Möpsen nicht so dicht. Und hier mal eine kleine Abkürzung. Upp. Perfekt. Ja, das sieht nämlich schon sehr gut aus. Jetzt, genau, links rum. Das ist jetzt hier eine sehr heikle Stelle, weil die nämlich extrem dicht beieinander stehen. Aber wir nehmen wohl nicht ganz so viele mit. Energie sieht auch noch gut aus. Jetzt habe ich die Tasche versehentlich geöffnet. Okay. Da hätte ich jetzt nicht machen dürfen. Ah, ich glaube eine Ebene jetzt noch. Haben es fast geschafft. Ja, das sieht sehr gut aus, sehr gut. Oh, vorsichtig. Oh, scheiße. Nein, das wird jetzt ein bisschen kritisch. Ah, ja, aber wenn wir nicht runtergeschubst werden, alles gut. Ja, die werfen ja, die schießen ja nur mit Pfeilen auf uns, von daher passt das. So, jetzt hier nochmal hoch. 65%. Sieht auch noch sehr gut aus. Ach, jetzt bin ich hier. Cool. Weiter geht's. Nicht stehen bleiben. Jetzt komme ich von der anderen Seite. Hätte ich eigentlich gleich machen können. So. Keine Aggro mehr. Wunderbar. Jetzt die Spinnengötzen einsammeln hier. Bei den Toten. Siehst du, ich hab's doch gewusst, dass ich hier noch irgendwas mit den Toten machen muss. So. 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 Wurde bestohlen? Aha. So. Oh, und fertig. So, jetzt wieder zurück. Es ist doch echt. Oh, nee, du, echt, ey, Mann. Ach, Kinders, ich krieg hier bald Kinder, ey, ich sag's euch. Da klatsche ich gleich noch eine Folge ran und dann machen wir hier auch Schluss, also mit dem Kapitel hier. Dann können wir nämlich hoffentlich weiterreisen. Ach nee, hier runter. So. Jetzt wieder die schöne Abkürzung. Einfach stumpf geradeaus runter. Runter, runter, runter. Ja, da. Vorsprung, sehr schön. Ah, hier ist ein Vorsprung. Supi. Treppe. Da, Vorsprung. Ja, guck mal, wir sind schon fast da. Oh, wow, 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 wow. Oh, wieder. Oh. So, jetzt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, pass auf, jetzt kommt der Knaller. Pass auf, pass auf, pass auf. Nicht so schüchtern. Tötet Mortagia, die Bewahrerin, und erhaltet die Tafel von Shadra. Ja, ja, aber wo ist die gute Frau? Und tschüss. Die gute Frau ist da. Ergo, wieder hoch. Machen wir in der nächsten Folge, Teil 3. Bei Jinta Alors Ruine der Verzweiflung. Oh, hör auf zu lachen, Alter. Gut. Wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge, im dritten Teil. Und dann gucken wir mal, was wir sonst noch so reißen können. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich bei euch, während ich mich strecke. Und oh, herrlich. Noch ein Stückchen Tee. So, in diesem Sinne, haut rein, Freunde. Kommentar drunter setzen, wenn ihr wollt.
Ansonsten, bis gleich. Bis später. Wie auch immer. Nächste Folge kommt direkt im Anschluss. Tschüss.